Der Brand eines Gefahrguttransporters hat am Dienstagabend um 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 49 zwischen Biskirchen und Tiefenbach für eine Vollsperrung gesorgt. Offensichtlich durch einen technischen Defekt an den Bremsen geriet der Sattelauflieger in Brand. Der Fahrer konnte noch anhalten und die Zugmaschine abkoppeln. Als Ladung waren einige Kanister mit Kaliumhydroxid auf dem LKW, die durch die Hitzeeinwirkung verschmolzen. Wir haben es hier mit einem Stoff zu tun, der in Verbindung mit Wasser ätzend ist. Im Moment besteht nur die Gefahr unmittelbar an der Einsatzstelle, dadurch, dass er mit Löschwasser in Berührung kommt. Das beobachten wir, kontrollieren dieses momentan durch Messungen, dass hier keine Personen vor Ort unmittelbar gefährdet werden und vor allen Dingen dann nachher bei den Bergungsarbeiten. Die Anwohner der Gemeinden Biskirchen und Tiefenbach wurden vorsorglich gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.